Bayer Leverkusen kam beim SC Freiburg nicht über ein mageres 0:0 hinaus und steckt damit nach dem 7. Spieltag weiterhin im Tabellenkeller fest, zu wenig für die Ansprüche der Werkself. Dennoch musste Leverkusen nach dem Spielverlauf und wenigen Chancen auf beiden Seiten mit einem Punkt in Freiburg zufrieden sein. Nachdem Bayer 04 in den letzten drei Spielen 8 Tore erzielen konnte, zeigte sich die Elf von Trainer Heiko Hellig im Breisgau zu einfallslos nach vorne. Dennoch blockt Sportchef Rudi Völler weiterhin jede Diskussion um den Trainer ab. Wir haben von den letzten 6 Spielen 4 gewonnen. Damit können wir zufrieden sein, auch wenn die Niederlage gegen Dortmund sehr wehgetan hat. Dennoch bleiben weiter Probleme und Fragen offen im Spiel der Leverkusener. Wären 7 Gegentore in den letzten 3 Spielen vor allem große Defizite in der Defensive offenbarten, zeigte das torlose Unentschieden gegen Freiburg, das in der Offensive aktuell zu viel vom erst 19-jährigen Kai Havertz abhängt. Nur 5 Abschlüsse innerhalb des Strafraums standen für Bayer am Ende zu Buche. Nach einem ereignisarmen Spiel fasste Youngster Havertz die Leistung seiner Mannschaft richtig zusammen. Klar war es ein schweres Spiel, im Endeffekt können wir mit dem Punkt hier zufrieden sein. In Freiburg ist es immer schwer, erklärte Havertz der Sportschau. Ähnlich sah das Spiel sein Offensivkollege Kevin Volland, der aber die verbesserte Stabilität in der Defensive in den Vordergrund rückte. Es war ein ekliges Spiel, aber wir hatten die Partie phasenweise im Griff. In erster Linie wollten wir zu Null spielen und gut gegen den Ball arbeiten. Aber natürlich hatten wir auch nicht viele eigene Torchancen. Ich glaube, in Freiburg werden auch noch andere Mannschaften federn lassen, der Trend geht in die richtige Richtung. Auch Trainer Heiko Hellig stellte auf der Pressekonferenz nach dem schwachen Spiel seiner Mannschaft zuerst die Leistung des SC Freiburg in den Vordergrund und konstatierte, dass das Unentschieden ein leistungsgerechtes Ergebnis sei. Es ist einfach grundsätzlich unheimlich ekelhaft hier zu spielen und unheimlich schwierig, aus Freiburg etwas Zählbares mitzunehmen. Wenn man sieht, welche Mannschaften hier schon Punkte gelassen haben, muss man sagen, dass wir uns freuen, hier heute einen Punkt mitgenommen zu haben. Freiburg habe es seiner Mannschaft extrem schwierig gemacht, ins letzte Drittel zu kommen. Der Trend geht also in die richtige Richtung, die Spieler rufen alles ab, kämpfen und beißen. Oktober 2018 insgesamt blieb aber der Eindruck, dass Bayer Leverkusen angesichts der Qualität der Einzelspieler und der Offensivpower der letzten Spiele nicht zwingend genug nach vorne agierte. Abgesehen von einigen Distanzschüssen und Freistößen kam zu wenig Torgefahr auf. In der ersten Halbzeit hat der SC Freiburg unsere Flanken und Distanzschüsse gut verteidigt. In der zweiten Halbzeit wollten wir dann tiefer stehen, Freiburg mehr kommen lassen und durch Konter zum Erfolg kommen. Aber auch da haben sie uns sehr gut verteidigt, bilanzierte Hellig die Spielanlage seines Teams. Zu Ende hatte Leverkusen sogar noch Glück, dass ein Pfostenschuss von Freiburgs Luca Waldschmidt in der 90. Minute nicht den Weg ins Tor fand. Grundsätzlich wollte Trainer Hellig das Ergebnis nicht zu schlecht sehen und betonte die positive Entwicklung, wir haben noch immer zu wenige Punkte. Von den vergangenen 6 Spielen haben wir 4 gewonnen, nur 1 verloren. Der Trend geht also in die richtige Richtung, die Spieler rufen alles ab, kämpfen und beißen. Punkt. Auch heute wieder. Nach der Länderspielpause wird allerdings mehr nötig sein, um wieder Anschluss an die internationalen Plätze zu finden, denn das ist der Anspruch für Bayer 04.